Liebe Schwestern und Brüder hier im Dom und liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns verbunden sind über das Domradio und die anderen Medien. Die Gesellschaftsordnung, die Jesus aufstellt, ist ganz anders, als die Menschen es damals gewöhnt waren. Und ich behaupte mal, sie ist auch so ganz anders, als wir es heute in aller Regel gewöhnt sind. In den Augen Jesu ist nicht der der Erste, der ein gutes Gehalt hat. Oder der Erste, der in einer Gesellschaftsordnung an erster Stelle steht, der viel zu sagen hat. Sondern in den Augen Jesu ist der Erste, der sich in den Dienst der anderen stellt. Und damit genau das tut, was Jesus uns als Vorbild vorgelebt hat. Einsatz für den Mitmenschen. Einsatz für den anderen. Immer erst den anderen zu sehen, bevor man auf sich selbst und seine Vorteile schaut. Unsere Augen nehmen immer erst mal den Mitmenschen wahr. Man kann sich selbst ja gar nicht in Gänze anschauen. Dafür muss man in einen Spiegel schauen. Unsere Augen sehen erstmal den Mitmenschen. Und wenn vom Mitmenschen aus dann unser Tun bestimmt wird, was wir tun, wie wir reagieren, dann sind wir auf dem Weg, den Jesus seinen Jüngern als Vorbild gibt. Schaut auf den Mitmenschen, was der Mitmensch braucht. Seht ihr in ein trauriges Gesicht, dann tröstet. Seht ihr in ein ängstliches Gesicht, dann versucht, Mut zu machen. Seht ihr in ein verzweifeltes Gesicht, dann versucht den Mitmenschen, diese Verzweiflung etwas zu nehmen oder ihm beizustehen oder zu teilen, je nachdem, was notwendig ist. Man kann ja sagen, das ist doch heute gar nicht mehr lebbar. Da sagen sogar manche Eltern ihren Kindern, lass dir nichts gefallen in der Schule. Du musst auch mal mit den Ellenbogen dich durchsetzen, setz dich durch, du hast recht. Liebe Schwestern und Brüder, natürlich müssen wir uns auch manchmal durchsetzen, wenn wir von etwas überzeugt sind, aber eben nicht mit den Ellenbogen, sondern mit guten Argumenten. Und selbst wenn man einen Streit hat mit einem Mitmenschen und diesen Streit auch durchfechten muss, dann doch immer so, dass man dem anderen auch weiterhin in die Augen schauen kann, dass der andere nicht sein Gesicht verliert, dass es ihm nicht peinlich wird. Sicher war das auch für die Jünger damals nicht leicht und ist für uns ja heute auch nicht immer leicht. Und da immer den richtigen Weg zu finden, ist sicherlich eine täglich neue Aufgabe. Aber die Gesellschaftsordnung von Jesus Christus sagt Gott zuerst, der Mitmensch, und sich dem ein- und auch unterzuordnen. Dann kann der viel Kraft hat, viel Gutes tun für die Mitmenschen. Die heilige Hedwig hat das in ihrem Leben uns gezeigt. Sie hatte viele gesellschaftliche Verpflichtungen. Sie war eine Herzogin, hatte eine große Familie, viele Pflichten, viele Aufgaben, auch ein großes Ansehen in ihrer damaligen Zeit von ihrer gesellschaftlichen Stellung. Aber sie hat das nie genutzt, um selber daraus Vorteile zu haben, sondern hat das genutzt, um Gutes für andere zu erwirken. Und deshalb haben die Menschen von ihrem Lebensbeispiel nicht nur während ihrer Lebenszeit gesehen, gehört, sondern sie haben es auch nach ihrem Tod bis zum heutigen Tag weitererzählt. So ist sie ein Vorbild und eine Fürsprecherin. Sie hat das, was Jesus seinen Jüngern heute im Evangelium mitgibt und gesagt hat, in ihrem Leben umgesetzt. Versuchen wir das am heutigen Tag genauso. Amen.